Servus. Ja, ich bin jetzt so eben 7 Stunden nach Karlsruhe gefahren, um hier eine Quarker-Folge zu drehen. Ja, muss ich mal gucken, wo ich hin muss. Einfach die Rolltreppen runter. Mieses Dreckschwein. Mieses. Ja, komm. Wohin soll es mit dir gehen, hm? Wohin soll es mit dir gehen? Naja, ich weiß auch nicht. Ich verfolge dich jetzt einfach. Ich verfolge dich jetzt einfach. Ja, ja. Die Taube. Die Taube. Ich werde dich verfolgen. Wohin wirst du mich führen? Die Taube hat sich plötzlich in eine Katze verwandelt. Servus. 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 Und hat mich hier in diese Wohnung geführt. Und hier ist auf jeden Fall ein wunderschöner Schokokuchen. Das ist auf jeden Fall die allerfeinste Quarker und Genesungsoase. Und das macht mich einfach nur glücklich. Also die Katze hat mir hier diese komischen Gummibärchen hergelegt. Und naja, also sie hat mir ins Ohr geflüstert, dass sie eine Zauberwirkung haben. Deswegen probiere ich es lieber erstmal mit einem Viertelstück aus. Aber wenn ich dann verzaubert bin, dann wird es ja erstmal nicht mit Quarker, denke ich mal. Ich weiß auch nicht. Wir gucken mal, wie es läuft. Ja, okay. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Ich bin ja einfach in einem Backroom gelandet. Es hat sich herausgestellt, dass dieser Backroom eine Haltestelle ist. Memo. Hallo. Ja, guten Tag. Ich melde mich wegen Ihrer Quarker-Anzeige. Den verschiedenen Gartenpflanzen. Ja, ja. Einen Moment. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ich rufe sehr ungern wegen Ihren Pflanzen an, aber... Warum ungern? Warum ungern? Naja, also verschiedene wird ja mit IE und nicht nur mit einem I geschrieben. Und Pflanzen werden halt mit Z und nicht mit S geschrieben. Und ja, ich meine, ich verbringe jeden Sonntag damit, bei Quarker Kleinanzeigen anzurufen und die Leute nach ihren Rechtschreibfehlern aufmerksam zu machen, also auf ihre Rechtschreibfehler. Ah, das kann sein, dass ein Fehler drin ist. Ja, ja, ich weiß, das kann sein. Ne? Kann nur sein, dass es dann so Leute wie mich gibt, die dann die Leute drauf. Ja, das hat mit also ich möchte nicht, dass Sie sich irgendwie damit beleidigt oder angegriffen fühlen. Ich identifiziere mich selber auch als eine Gartenpflanze. Deswegen möchte ich, dass es jetzt alles ziemlich friedlich abläuft, denn ich bin auf jeden Fall ein Freund der Natur. Und ich finde es halt, das Gleichgewicht in der Natur
besteht halt nur, wenn man auch auf korrekte Ja, Grammatik. sowieso. Ja, deswegen wünsche ich Ihnen erstmal noch einen frohen Sonntag, und ich werde, gucke ich mal, so in 5 Minuten werde ich nochmal drüber schauen. Wenn das bis dahin nicht erledigt ist, dann rufe ich nochmal an. Alles klar. Danke, Ja. danke für den Anruf. Ja, gerne, kein Problem. Ja. Gut, wiederhören. Wiederhören. Ja, hallo, ich melde mich wegen Ihrer Quorke-Anzeige, den Reifen von Michelin. Ja. Ja, und Ja, zwar, die haben wir. ja, ich wurde diese Woche angefahren. Deswegen möchte ich ab jetzt wie ein Michelin-Männle, also quasi, dass Sie Reifen über mich drüber stülpen, rumlaufen, dass, wenn das nochmal passiert, ich dann ein bisschen gepolstert bin. Und dann muss ich auf jeden Fall eine Möglichkeit finden, mir daraus ein richtiges Kostüm zu machen, dass ich im Endeffekt nie wieder. Ne, ich bin der Wagen. Ich bin Bitte? quasi das Gefährt, der Wagen, wenn man es jetzt mal so nehmen will. Hauptsache, wir kriegen die Reifen über mich drüber gestülpt. Die Reifen sind für Sie. Ja, genau, für meinen Körper, der gerade etwas mitgenommen ist, beziehungsweise mitgenommen wurde von einem gottverdammten Autospiegel. Ja. Und das soll halt nicht nochmal passieren, deswegen brauche ich als Halskrause einen Reifen und allgemein als komplette Körperummantelung brauche ich Autoreifen. Denn dann bin ich gut gepolstert für den nächsten Unfall. Ja, gut. Sie lesen ja, was die Reifen 4 Stück kosten. Ich bin bereit, mein Leben dafür zu bezahlen. Ja, was wollen Sie bezahlen? Die Michelin-Reifen. In Euro, was wollen Sie für die 4 Reifen bezahlen? Mein Leben. Was heißt Ihr Leben? Was habe ich mit Ihrem Leben zu tun? Na, mit den Reifen gönnen Sie mir eine sogenannte Lebensversicherung. Und für eine Lebensversicherung bin ich bereit, mit meinem Leben zu zahlen. Verstehe ich nicht, also was Sie da meinen, also Das was soll das Schicksal, Ganze? das Schicksal ist schwer zu verstehen. Ich frage mich auch, warum ich jetzt überhaupt in so einer Situation bin, was das Schicksal mir damit sagen will. Aber man soll aufs Schicksal einfach vertrauen und nicht die falschen Fragen stellen, mein Sohn. Ja gut, ich habe inseriert, dass ich 4 Reifen verkaufe. Ja. Und der Preis steht da und was anderes will ich nicht und habe ich auch nicht in ihr Leben einzutreten. Das ist erledigt für mich. Ich Bitte will und kann das alles nicht mehr. ich kann Ihnen diese Reifen zu dem Preis, der steht. Können wir noch über die Höhe sprechen, aber über sonst nichts. Ach, Bruder, ich brauche erstmal noch einen Schluck Kaffee. Moment. Ich verstehe Sie so schlecht. Also Ja. von wo aus
Ich komme und trinke aus Dresden. Momentan bin ich aber in Karlsruhe. Ich bin in Karlsruhe auf einer privaten Sondermission. Ja gut, es ist alles Ihre Sache. Ich sag nochmal, Sie können die Reifen zu dem Preis haben, der da steht. Ja. Hat sich erledigt. Bitte, ich lege jetzt auf. Ja, geht sein Gang. Geht sein Gang. War das geil. Komm schon. Servus, ich melde mich wegen Ihrer Quokka-Anzeige der Toilettentasche. Hallo? Hallo, Servus, ich melde mich wegen Ihrer Quokka-Anzeige der Toilettentasche. Wenn es drin ist, muss es da sein. Wie bitte? Wenn es in der Anzeige da ist, muss es da sein. Wenn es in der Anzeige da ist, muss es da sein. Okay. Ja, also mit der Info können wir auf jeden Fall unser Verkaufsgespräch weiterführen. Hallo? Ja, hallo? Ja? Genau. Also ich bin bereit für weitere Informationen. Zum Beispiel, was Sie persönlich in einer Toilettentasche mitführen, was Sie dann auf Toilette brauchen. Da müssen Sie meine Tochter schon schreiben über das. Was war sie? Sie hat nur mein Telefonnummer angegeben. Mir ist gerade das Blitzlicht wieder ausgegangen bei Ach. meinem Google 7 Pixel Pro. Weil es scheinbar überhitzt, aus unerfindlichen Gründen. Okay. Weshalb ich es gern in die Toilettentasche einstecken würde und damit in einer Toilette runterspülen könnte. Okay, gut. Ja. Okay. Okay, das macht mich schon ein bisschen wütend. Zum Glück. Bin ich nicht alleine nach Karlsruhe gefahren? Bin ich nicht alleine nach Karlsruhe gefahren? Schönen guten Sonntag. Hier ist Marco und Arnschi. Und wir melden uns wegen Ihrer Heizplatte bzw. Grillplatte. Ich habe Grillplatte bestellt, Heizplatte. Schönen Was? guten. Grillplatte, Heizplatte bestellt. Nein, nein, wir haben nichts bestellt. Wir melden uns wegen Ihrer Quark-Anzeige der Heizplatte. Ach so, die Quokka-Anzeige, ja, jetzt halt die Grillplatte. Ah, genau. Denn wir befinden uns gerade im Schändersbad. Das bedeutet, wir kriegen jetzt erstmal etwas Mineralwasser. Dann kriegen wir ein paar Tabletten, ein paar Brausetabletten, und dieses Brausebad im Schändersbad muss nämlich erwärmt werden. Und am besten mit einer Heizplatte. Und dann hat der Schände uns mal wieder glücklich gemacht. Eigentlich ist es auch eine reinste Qual, aber der Schänder verkauft uns das immer so, dass wir am Ende selber denken, dass uns das gut tut. Moment, Moment. Das Bar wird erstmal eingegossen. Ja, was wollen Sie jetzt? Wollen Sie die kaufen oder was wollen Sie Wir machen? wollen erstmal schauen, ob wir das überhaupt durchstehen und überleben, wenn wir
das Ganze hier noch mit einer Heizplatte verbinden, denn momentan blubbert und sprudelt es in einer sehr angenehmen Temperatur. Und so wie wir den Schänder kennen, wird er diese Temperatur auf ein quälendes Maximum herausprovozieren, sodass wir im Endeffekt qualvoll nach Rettung und Erlösung schreien. Was wollen Sie jetzt von mir? Wollen Sie sie jetzt kaufen oder nicht? Dass Sie sich erstmal anhören, wie schön es braust. Hören Sie es? Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich will das gar nicht hören. Ja, okay, okay. Das lassen wir jetzt. Ja. Na, dann werden wir das Brausebad in einer angenehmen Temperatur zum Sonntag genießen. Und nachdem Sie aufgelegt haben, wünschen wir Ihnen trotzdem einen fröhlichen und entspannten Brause-Schänder-Spa-Sonntag. Mm-hmm.